Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute gibt es mal wieder ein paar neue News und zwar soll es heute um Fortnite mit RTX gehen. Das wurde vor ein paar Tagen vorgestellt und dazu werde ich euch in diesem Video alle Informationen zeigen. Außerdem wird es demnächst auch ein neues Feature geben, wo wir kostenlos mehr FPS in Fortnite bekommen können und gleichzeitig unseren Input-Lag deutlich verringern können. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren Videos hier mehr auf diesem Kanal verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Ich würde mich natürlich aber auch genauso sehr freuen, wenn ihr dieses Video bewertet, kommentiert und teilt und schaut natürlich auch gerne vom Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung und ich würde sagen, wir beginnen direkt mit den ersten News. Um natürlich überhaupt erstmal zu verstehen, was Fortnite RTX überhaupt ist, sollte man natürlich als erstes mal verstehen, was RTX selber ist. Wenn ihr jetzt tatsächlich schon wisst, was das Ganze ist, könnt ihr natürlich auch gerne diesen Part skippen. Die ganzen Kapitel werde ich ja immer in der Wiedergabeleiste verlinken, also skippt da einfach zum nächsten Part. Für alle, die das noch nicht wissen, was es genau ist, werde ich es jetzt einmal ganz kurz erklären und relativ simpel gesagt ist es einfach eine bessere Methode, wie Strahlen berechnet werden können. Dazu zählen natürlich beispielsweise die Umgebungsbeleuchtung, die Schatten und beispielsweise auch Reflexion. Das sind alles Punkte, die eben halt durch RTX verbessert werden. Und der Unterschied jetzt zur herkömmlichen Methode, die es ja beispielsweise auch schon mit der Schattenoption in Fortnite gibt, ist ganz einfach, dass das deutlich realistischer ist. Denn in Fortnite wird beispielsweise bei den Schatten nur getrickst und im Prinzip so getan, als ob das tatsächlich die reellen Schatten wären. Und mit RTX wird es dann eben halt so realisiert, dass tatsächlich dann die Schatten reell berechnet werden und dann am Ende auch so angezeigt werden, wie sie in der Realität gewesen wären. Und das ist eben halt eine sehr, sehr rechenintensive Arbeit, die dort gemacht werden muss. Deshalb kann man diese Raytracing-Features, also die RTX-Features, auch nicht nur ganz normal auf einer normalen Grafikkarte oder auf einer CPU benutzen, da die viel zu viel mit anderen Aufgaben beschäftigt sind. Und deshalb gibt es eben halt auf den Nvidia RTX-Grafikkarten zusätzliche Rechenkerne, die nur fürs Raytracing da sind und so die ganzen RTX-Features eben halt alleine realisieren können. Dort sind ja jetzt auch die neuen Grafikkarten rausgekommen aus der RTX 3000er Reihe, sind auch sehr, sehr gute Grafikkarten und gerade im Raytracing-Bereich haben die nochmal einen extremen Performance-Boost bekommen. Dadurch wird man die RTX-Features wahrscheinlich ohne großen Performance-Verlust auf den Grafikkarten erleben können. Auf der 2000er Reihe wird das noch etwas schwieriger, da die, wie gesagt, keine ganz so gute RTX-Performance haben, aber gerade auf der 3000er Reihe sollte es auf jeden Fall sehr, sehr gut möglich sein, dass man eben halt gerade als Casual-Spieler auf jeden Fall RTX auch im normalen Gameplay nutzen kann. Zurzeit sind natürlich die RTX-Grafikkarten von Nvidia die einzige Möglichkeit, wie man RTX nutzen kann. Allerdings wird es natürlich nicht so bleiben, denn im Oktober oder November wird wahrscheinlich AMD deren neuen Grafikkarten releasen, die RX 6000er Reihe. Diese Grafikkarten werden dann sehr, sehr wahrscheinlich auch Raytracing unterstützen. Es gibt zwar zurzeit noch kein offizielles Announcement von AMD dazu, allerdings ist es sehr, sehr wahrscheinlich, denn diese Grafikkarten werden auf der RDNA 2 Basis basieren und das ist die gleiche Grafikkartenarchitektur, die auch in den neuen Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X vorkommen wird und die werden auf jeden Fall Raytracing unterstützen. Die Frage ist dann natürlich immer noch am Ende, wie gut das Ganze dann funktionieren wird, also welche Leistung die dort haben und wie das dann auch in Fortnite integriert wird. Es gibt auch noch eine weitere Möglichkeit, wie man RTX nutzen kann und zwar für die Besitzer von GTX Grafikkarten gibt es einen Treiber, womit man dann eben halt RTX auch aktivieren kann. Allerdings unterstützen die Grafikkarten natürlich nicht hardware-technisch RTX und dadurch wird man natürlich auch extreme Performance-Einbußen erleben. Auf Grafikkarten, die dann aber natürlich hardware-technisch Raytracing unterstützen, wird das auf jeden Fall, denke ich mal, ein sehr, sehr nices Feature werden, womit vor allen Dingen die Casual-Spieler nochmal ein schöneres Spielerlebnis haben. Für die ganzen Pro-Player wird es natürlich wahrscheinlich, so wie alle anderen grafischen Updates in Fortnite, nichts bleiben, denn die wollen nun mal immer die maximalen FPS bei möglichst geringem Input-Lag. Da kommen wir allerdings dann auch schon wieder direkt zum nächsten Thema. Wie ich es am Anfang schon angesprochen hatte, gibt es auch noch weitere Features, die im gleichen Zusammenhang kommen werden, und zwar Nvidia DLSS und Nvidia Reflex. Beides Features, die gerade für Pro-Player sehr, sehr interessant sein werden und dazu wird es jetzt auch nochmal eine kurze Erklärung geben. Gerade Reflex wird wahrscheinlich für alle etwas sein, DLSS werden wahrscheinlich aber schon viele kennen und das ist auch ein Feature, was über die Zeit immer weiter vor allen Dingen softwaretechnisch verbessert werden kann und es ist auch ein Feature, was zurzeit nur auf Nvidia-Grafikkarten gibt und dort ist eben halt wirklich überhaupt nicht sicher, ob das auch auf den Grafikkarten von AMD möglich sein wird, denn dort gibt es, wie gesagt, zurzeit nur die Infos, dass es auf jeden Fall Raytracing geben wird und es gibt noch keine Informationen dazu, dass es ein Gegenstück zu DLSS geben wird, also irgendwie AMD, DLSS oder so, das ist noch nicht bekannt. Ich gehe aber mal davon aus, dass auf jeden Fall irgendwas so in die Richtung kommen wird und Nvidia Reflex gibt es im Prinzip als AMD Anti-Lag
Anti-Lag auch schon. Anti-Lag gibt es auch schon seit einer etwas längeren Zeit und es bringt auf jeden Fall für alle AMD-Grafikkartenbesitzer definitiv etwas. Zurzeit scheint es nur so, dass tatsächlich Nvidia Reflex nochmal mehr bringen wird. Die Frage ist dann natürlich, wie das in der Realität sein wird, denn zurzeit gibt es keine Test-Reviews dazu. Es gibt nur das offizielle von Nvidia selbst. Ich würde sagen, beginne allerdings als erstes mal mit DLSS. Das ist nämlich ein Feature, womit man mehr FPS bekommt, ohne groß Grafikqualität zu verlieren. Und das Ganze funktioniert so, dass tatsächlich das Game in wirklicher Weise auf einer geringeren Renderqualität gerendert wird. Das heißt beispielsweise, wenn man auf Full HD, also 1920x1080p spielt, dass dann das Spiel eben halt nur auf 1600x900p gerendert wird, also sozusagen eine Grafikstufe niedriger. Die ganzen Pixel, die dann natürlich in diesem niedriger auflösenden Bild fehlen, werden dann durch künstliche Intelligenz wieder dazu gepackt. Das heißt, das neuronale Netz, also die KI, erkennt im Prinzip, wo irgendwelche Bildbereiche sind und die weiß dann so ungefähr, was so dazwischen sein müsste, und dadurch verliert man eben halt tatsächlich kaum an Qualität, da natürlich KI auch immer weiter lernt und so die Qualität am Ende immer besser wird, und gerade auf geringen Auflösungen kann man so am Ende ein besseres Ergebnis erzielen, als wenn man DLSS ausschaltet, und dabei kann man eben halt 30-50% mehr Leistung bekommen und das verbraucht eben halt kein bisschen Grafikleistung von der Grafikkarte selbst, da das eben halt über die zusätzlichen Tensor Cores geregelt wird, die eben halt zurzeit auch nur auf den Nvidia RTX Grafikkarten verfügbar sind. Damit ist es tatsächlich in den meisten Spielen auch möglich, mit der angeschalteten RTX am Ende wieder genau gleich viele Bilder pro Sekunde zu erreichen, da im Prinzip DLSS die Leistung, die durch RTX verloren geht, wieder reinholt, und so ist das Ganze wieder ausgeglichen. Und natürlich, wenn man RTX ausschaltet und nur DLSS anhat, dann kann man natürlich nochmal deutlich mehr FPS erhalten, und gerade wenn jetzt Grafikkarten, die diese Features unterstützen, auch rauskommen, die jetzt nicht ganz viel Leistung haben, wird das gerade für die Grafikkarten etwas sehr, sehr Nices sein. Außerdem werden demnächst auch die ersten 360 Hertz Monitore released werden, und da ist es ja relativ schwierig, diese FPS-Anzahl dann auch letztendlich im Game zu erreichen, auch wenn man eine 2080 Ti hat. Und wenn man jetzt eben mal nicht Lust hat, 1500 Euro für eine 3090 auszugeben, sondern vielleicht bei seiner alten 2080 Ti bleiben will, dann sollte man auf jeden Fall mit einer mit DLSS auch die Möglichkeit haben, dort vielleicht nochmal deutlich näher an die 360 FPS ranzukommen, denn zurzeit ist es ja schon teilweise relativ schwierig, überhaupt konstant 240 FPS mit einer 2070 Super beispielsweise zu erreichen, und dort sollten auf jeden Fall alle von profitieren. Und wie gesagt, es raubt kaum Grafikqualität und gibt einem eigentlich nur einen Performance Boost bei gleichzeitig bleibender Latenz. Es gibt aber, wie ich angesprochen hatte, auch noch ein weiteres Feature, das nennt sich Nvidia Reflex, und das ist auch ein sehr, sehr neues Feature, was es so bisher noch in keinem anderen Spiel gibt, und das ist beispielsweise dann auch hauptsächlich für die ganzen E-Sport-Spiele wie beispielsweise Valorant und Fortnite geben wird. Das ist ein Feature, was die Latenz zwischen Mausklick und Ankommen am Bildschirm reduzieren soll, also derzeit vom Mausklick, bis es verarbeitet wurde im PC und bis es dann durch das Kabel am Bildschirm auch letztendlich zu sehen ist. Das Ganze soll dadurch, wie gesagt, verringert werden. Diese Zeit beträgt hier im Beispiel von einem 10900K und einer 1660 Super 53 Millisekunden, und im Control Panel gibt es zurzeit schon ein Feature, wo man Low System Latency einstellen kann, womit man dann eben halt sich ein ganz kleines bisschen an Latenz einspart, und mit Nvidia Reflex soll es jetzt tatsächlich möglich sein, dass man sich nochmal 15 weitere Millisekunden einspart, womit man dann am Ende nur noch eine Latenz von 35 Millisekunden hat, was auf jeden Fall eine ganz gute Einsparung ist. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das Ganze letztendlich dann im Game beweisen wird. Zurzeit ist es natürlich alles nur Folie von Nvidia und vielleicht dann auch in irgendeinem Best-Case-Szenario, und eben halt ist dann die Frage, wie das so letztendlich bei den Verbrauchern ankommt. Ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt auf das Feature. Auf jeden Fall, wenn das funktionieren sollte, könnte man damit dann eben halt noch schneller den Input von der Maus zum letztendlichen Sehen übertragen. Das heißt, wenn man sich irgendwo hin bewegt, dann sieht man auch direkt, was passiert, und es dauert dann eben halt nicht erst so eine gewisse Zeit, und es sollte sich so auf jeden Fall alles etwas flüssiger anfühlen, und so hat man auf jeden Fall nochmal einen ganz, ganz kleinen weiteren Vorteil vor Gegnern. Zusätzlich dazu gibt es noch ein weiteres Feature, was es hauptsächlich bei den neuen 360 Hertz Monitoren geben wird und wahrscheinlich auch bei den neuen 240 Hertz Monitoren, die jetzt aber erst in der nächsten Zeit irgendwann dann auch rauskommen, denn diese
Diese Monitore haben einen kleinen Chip noch drin, womit man dann eben halt erkennen kann, wann man gedrückt hat und wie lange es dann eben halt dauert, bis das Ganze am Bildschirm ankommt. Und so kann man tatsächlich dann in Realtime die Latenz zwischen Mausklick und dem Bildschirm sehen. Und so kann man dann eben mal gucken, in welchen Einstellungen funktioniert das Ganze am besten. Geht allerdings, wie gesagt, nur mit besonderen Bildschirmen. Und so hat man auf jeden Fall einen großen Vorteil, denn vorher musste man das eigentlich immer mit teurem Equipment testen, die ganze Latenz. Und wie gesagt, mit diesen neuen Monitoren wird es möglich sein, dass man das Ganze eben halt ganz leicht im Gesamtumfang dann auch sehen kann. Allerdings werden diese Monitore natürlich auch ein gutes Stückchen kosten. Und das sind eigentlich so die ganzen News, die wir jetzt so zurzeit haben. Das Ganze wird im Laufe des September 2020 erscheinen, das heißt im Laufe dieses Monats noch. Ich denke mal eher, dass es so Richtung Ende sein wird, also so Richtung 20. September irgendwie. Aber es soll auf jeden Fall noch im September released werden, damit es eben halt genug getestet werden kann, bis es dann am Ende bei den neuen Konsolen rauskommen wird. Und wenn das alles erscheinen sollte, gibt es dann auch eine Creative Map, die wir spielen können, womit man dann im Prinzip einmal so sehen kann, was das alles bringt. Ist im Prinzip genau das gleiche wie in Minecraft RTX. Dort gab es ja auch so gewisse Maps, wo man sich jemand anschauen konnte, was es alles so bringt. Und wie gesagt, das waren alle News. Ich hoffe, euch hat dieses Video auf jeden Fall gefallen. Schreibt mir gerne Feedback in die Kommentare. Außerdem bin ich, wie gesagt, auch jetzt wahrscheinlich, wenn dieses Video gerade online kommt, live auf Twitch. Schaut da gerne vorbei und schreibt natürlich auch generell weitere Videovorschläge in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann bis zum nächsten Video oder bis nachher zum Stream. Ciao.